Na, so eine Frechheit. Hallo ihr Lieben, in dem Video geht's darum, dass wir mit Bäumen rechnen. Was, wie, Spaß beiseite. Es geht natürlich darum, welche Regeln wir beim Baumdiagramm befolgen müssen. Und die solltet ihr euch auch sehr, sehr gut einprägen, weil bis zur Klasse 12 werdet ihr diese Regeln brauchen. In der Klasse 8 kommen echt viele Grundlagen. Euer bester Kumpel kommt mit einer Fake-Münze auf euch zu. Und ihr wisst, dass die Wahrscheinlichkeit für Kopf nur 20% sind und euer bester Kumpel schlägt euch vor, eine Wette einzugehen, bei der jeder das gleiche Geld einsetzt. Und wenn mindestens einmal Kopf vorkommt, dann gewinnst du. Und wenn nicht, dann bekommt er das ganze Geld. Und jetzt ist die Frage, sollten wir darauf eingehen? Ihr seid natürlich schon so weit, dass ihr ein Baumdiagramm aufstellen könnt. Wenn nicht, schaut euch einfach nochmal das letzte Video an. Und bisher ist auch alles klar. Es ist ein zweistufiger Zufallsversuch, wo eben Kopf und Zahl jeweils rauskommen kann. Und man kann hier die Wahrscheinlichkeiten angeben. Und auf den ersten Blick sieht es auch ganz verlockend aus, weil es gibt insgesamt 3 Ereignisse, die günstig sind. Und ein Ereignis, das ungünstig ist. Allerdings haben wir es hier nicht mit einem Laplace-Versuch zu tun. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, okay, die Chance, dass ich gewinne, ist jetzt 75%. Wir sind ja hier auch mit einer unfairen Münze unterwegs, also so ganz einfach scheint das nicht zu sein. Aber so schwer ist es am Ende auch nicht. Dazu brauchen wir jetzt erstmal die 2 Pfadregeln, die so super wichtig sind. Die erste Regel lautet, entlang des Pfades werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Das bedeutet, um jetzt hier die Pfadwahrscheinlichkeit auszurechnen, muss ich die Wahrscheinlichkeit des ersten Zweiges mal die Wahrscheinlichkeit des zweiten Zweiges ausrechnen. Das heißt 0,2 mal 0,2. Ich habe das hier schon mal aufgeschrieben. Die Wahrscheinlichkeit von Kopf, also zweimal Kopf geworfen, ist die Wahrscheinlichkeit von Kopf mal die Wahrscheinlichkeit von Kopf. Und da kommt 0,04 raus. Also so richtig verlockend ist es nicht. Aber wir haben ja noch 2 andere Pfade. Am besten einfach mal das Video anhalten und selber nachrechnen, was hier rauskommen könnte. Super berauschend ist es auch nicht. Es ist tatsächlich nur 16% für jeweils den einen Pfad, aber das ist immerhin schon besser als nichts. Also wir haben hier 4% und 2 mal 16%. Im Übrigen solltet ihr darauf achten, hier wirklich genau die einzelnen Pfade aufzuschreiben, weil Kopfzahl ist was anderes als Zahlkopf. Das kann zwar im Ergebnis keinen Unterschied machen, aber das bedeutet, zuerst wurde Kopf geworfen und hier bedeutet das Ergebnis, zuerst wurde Zahl geworfen. Das ist ein Unterschied. Und wenn wir den letzten Pfad ausrechnen, bekommen wir auch mit, dass wir auf die Wette lieber nicht eingehen sollen, weil die Wahrscheinlichkeit dafür, zweimal Zahl zu werfen, immer noch 64% beträgt, also mehr als die Hälfte, eine nicht ganz so günstige Ausgangssituation. Um jetzt auszurechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für mindestens einmal Kopf ist, also welche Chancen wir jetzt tatsächlich haben, können wir die zweite Pfadregel nutzen. Und zwar haben wir bei dem Ereignis insgesamt 3 Ergebnisse drin. Nämlich Kopf-Kopf, Kopf-Zahl und Zahl-Kopf. Und um jetzt die Wahrscheinlichkeit von E auszurechnen, addiere ich einfach die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse. Das heißt, unsere Chancen, das Spiel zu gewinnen, sind knapp ein Drittel. Und das führt uns zur zweiten Regel für Baumdiagramme. Gehören zu einem Ereignis mehrere Pfade in ein Baumdiagramm, dann erhält man die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, indem man die Pfadwahrscheinlichkeiten der einzelnen zu dem Ereignis gehörenden Ergebnissen addiert. Klingt furchtbar, ist es aber am Ende gar nicht, weil wir entlang des Pfades einfach multiplizieren, das merken wir uns. Und wenn wir hier mehrere Ergebnisse haben, die in unsere Ereignismenge reinpasst, die addieren wir dann einfach einzeln. Beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass ich die eigentliche Rechnung gar nicht nochmal erläutert habe. Ich denke, ihr bekommt das aber hin. Zum Ereignis mindestens einmal Kopf gehören die Ergebnisse Kopf-Kopf, Kopf-Zahl und Zahl-Kopf. Und dann muss ich einfach nur die einzelnen Wahrscheinlichkeiten aufaddieren. Also 0,04 plus 0,16 plus 0,16 ist 0,36. Im Übrigen hätten wir auch die Komplementärregel anwenden können. Das Gegenereignis zu mindestens einmal Kopf ist kein Mal Kopf. In dem Fall können wir die natürlich direkt ablesen, die 0,64. Und um jetzt unser Ereignis E auszurechnen, wenden wir die Komplementärregel an. Die lautet, dass ich das Ereignis auch über das Gegenereignis ausrechnen kann, indem ich 1 minus die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses rechne. Ja, und das ist hier abgebildet 0,64. Und da komme ich logischerweise auch zu 0,36, weil eine andere Wahrscheinlichkeit wäre ja Quatsch.
Und jetzt seht ihr vielleicht auch, warum man hier aufpassen muss, weil wir, wenn wir hier einen Pfad ignorieren, kommen wir auf 20%. Und das ist natürlich nicht 36%. Also die Probe über das Gegenereignis gibt uns recht. Ja, und das war's schon. Ich wünsche euch eine schöne Woche.